Okay, Leute, es geht weiter mit Armored Core 6 und ich bin ja beim ersten Boss, über den viele sagen, dass er sehr, sehr schwer ist und die Spreu vom Weizen trennt. Viele hören auf, weil ihnen der Boss zu schwer ist, weil sie nicht an ihm vorbeikommen. Ich habe auch schon 20 Mal circa gegen ihn gekämpft und 20 Mal verloren, aber ich hatte ihn schon beim ersten oder zweiten Mal fast. Und das gibt mir genug Motivation, um zu sagen, nee, den packe ich. Vielleicht mit einem anderen Bild. Ich weiß gar nicht mehr, welches Bild ich beim letzten Mal hatte. Ich habe jetzt ein neues mir zusammengestellt und wir schauen jetzt einfach mal rein und hoffen, dass ich mit dem Bild, ich bin hier noch im Test-Modus. Ich habe übrigens wieder was rausgefunden, was vielleicht für viele von euch nicht neu ist, die Armored Core spielen. Für mich war das aber neu. Wenn man den Turbo Boost macht, also den hier, dann braucht man den nur einmal zünden und er fliegt von alleine. Ich habe immer gedrückt gehalten, die Taste. Aber das Geile ist, wenn man den einmal zündet und ich jetzt einfach nur nach links oder nach rechts mache, macht er immer noch den Boost, aber macht diesen geilen Links-Rechts-Strafe. Und ansonsten kann man einfach mit rechts lenken. Nach oben, nach unten. Und braucht überhaupt nicht den Stick nochmal reindrücken. Also, wieder was gelernt. Falls ihr es noch nicht wusstet, gern geschehen. So, Test beenden. Dann machen wir jetzt nochmal diese Mission neu. Werde jetzt allerdings nochmal, weil für die Mission selbst, für den Boss ist das vielleicht okay, für die Mission selbst ist die Bubblegun eigentlich Quatsch. Da könnte man doch eigentlich mit den Rockies arbeiten, das macht mehr Sinn. Und dann geht's jetzt auf zu Balteus. Balthasar? Balsen? Ich weiß es nicht mehr. Bell. Okay, erstmal hinkommen zum Boss. Das ist jetzt erstmal Task Number One. Ob die treffen? Nice. Haha, geil. Ja, das war... Ups, von wo? Da oben. Gehen wir erstmal nach rechts. Kann man sicherlich alles schneller machen. Aber, wie heißt es so schön? Wie hat mein Fahrlehrer immer gesagt? Gut ist gut, besser als gut muss nicht sein. Da halte ich mich in allen okay, jetzt müssen wir die Großen erstmal. In allen Lebenslagen dran. Bisschen ungewohnt, weil ich die Beine ausgetauscht habe. Ein Repair Kit. Das kann man souveräner lösen, dieses Level, auf jeden Fall. Der schießt aber auch verzögert. Als ob das ein From-Software-Game wäre, wo die Gegner immer verzögert draufhauen. So, jetzt holen wir uns erst noch hier unten das Wrack. Ja, ist ja gut, beruhig dich. Wo denn? Confirmed. Enemy squad destroyed. Move on to the next area. Das hätten wir. So, das ist hier nämlich auch nicht ganz einfach. Where did that AC come
from? What happened to the patrol squad? Code 1-8. All units deploy for combat. Aber wenn man das rechts rum macht. Alter, wie ich komme mit dem noch nicht so ganz klar, weil der irgendwie nicht so hoch springt wie der andere. Alter. Ist der jetzt? Der ist ja immer noch da. Ah, da kommt ja noch die Leibwache von dem Typen. Den habe ich gar nicht mehr gedacht. Den packe ich doch jetzt gar nicht mehr. Aber ich glaube, es ist ein Kontrollpunkt hier. Ja. Okay. Das ist schon mal gut. Ja, den Kick habe ich schon. Jesus fucking Christ. Ja, okay. Ich muss erstmal wieder reinkommen, Leute. Wir schaffen das, wir schaffen das. Gebt mich noch nicht auf. Gebt mich noch nicht auf. Okay, 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 okay. Ich muss erstmal reinkommen. Ich weiß auch nicht, ob das ein guter... Shotgun ist fast wirkungslos gegen den. Alter. Wieso ist die Shotgun denn so schlecht, ey? Ist auch eine Shotgun, die nur einmal abfeuern kannst. Was ist denn da? Drecks-Shotgun. Ich mach lieber das Uzi.
Bam. Na, geh doch hoch jetzt! Wieso guckt das raff ich nicht? Spring doch! Habe ich ihn doch. Da geht er down. Okay. Okay, jetzt kommt der Boss erst, Leute. Falls ihr euch das fragt. Okay. Good job, 621. Main system, reactivating combat mode. Oh, jetzt schon daneben, Alter. Was könnte ich schon neu starten eigentlich? Wo ist er denn? Wieso hat er keinen Hardlock gehabt? Baltheus, jetzt wissen wir es. So, jetzt geht's erst richtig los. So, die Uzi ist gegen den, glaube ich, nicht sinnvoll. Da bin ich mir immer noch nicht sicher, was hier die beste Waffe ist. Shotgun, Knarre, alles denkbar. Vielleicht aber auch Laserpistole. Aber ich bleibe erstmal bei der Impuls. Die wollte ich ja ganz am Anfang ausprobieren. Main system, reactivating combat mode. I've looked into the enemy craft. It's an autonomous PCA craft, Baltheus. You'll have to break its pulse armor to inflict meaningful damage. Disarm now. Now's your chance, Raven. Was? Das raff ich immer nicht. Was trifft mich denn da? Was zum Fick trifft mich denn da? Ist es dieses komische Schild? Dieses was? Dieses runde Elektri-Ding oder was? Oh! Hier, jetzt nehme ich schon wieder richtig Damage. Warum? Das hier meine ich. Seht ihr diesen...
Nee. Was hat mich denn da getroffen, bitte? Oh, Hälfte down. Erstmal reingrooven. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was mit der rechten Waffe ist. Die Bubbles. Main System. Reactivating combat mode. I've looked into the enemy craft. It's an autonomous PCA craft. Baltaeus. You'll have to break its pulse armor to inflict meaningful damage. AP at 30%. Two repair kits remaining. Komm! Ah, du Sackgesicht! Nein! Oh, ich schaffe ihn einfach nicht. Okay, die Bubbles. Ich glaube, die Bubbles, die Reichweite der Bubbles. Die Laserknarre ist nicht schlecht. Die Bubbles. Oh, die verfickten Rockets, die kommen halt auch auf mich geflogen, wenn ich direkt auf ihm sitze. Ich brauche was anderes als diese Knarre. Wir versuchen es mal mit... Ich versuche es mit der Knarre, die mag ich gern. Ich weiß nicht, ob es gut ist oder nicht. Komm, einfach ausprobieren. Nicht so lang schnacken. Einfach machen. Das raff ich nicht. Nein, jetzt habe ich nur auf die Offense geachtet. Ich glaube, die Projektile der Knarre. Ich probiere mal einen Granatenwerfer. Wird auch im Chat mal angewiesen. Mal gucken. Habe ich noch nie benutzt, den Granatenwerfer. Main System, reactivating combat mode. I've looked into the enemy craft. It's an autonomous PCA craft, Baltaeus. You'll have to break its pulse armor to inflict meaningful damage. I've taken your comms link offline for now. That massive dose.
Alter, ey. The waves are intensifying. Raven, get clear. Mann, jetzt habe ich es gesehen, diese Flammen, die er nach vorne gemacht hat, gerade als ich auf ihn zugestürzt bin. Aber das war schon ganz gut. Ich glaube, der Granatenwerfer, ich habe noch nicht so ganz gecheckt. Wie, der lädt, glaube ich, ultra lange nach, so wie ich das sehe. Das raff ich immer nicht. Was bounced mich denn da weg? Ist das sein Schild, wenn ich sein Schild berühre oder was? Der Granatenwerfer macht doch gar kein Damage. Granatwaffe. Gefällt mir überhaupt nicht, wenn ich das mal so sagen darf. Doch die Shotgun für Damage. Zwei Plasmawerfer und als Hauptwaffe dann Laserpistole. Probieren wir es mal so. Man muss ausprobieren, man muss ausprobieren. Ich bin immer noch nicht. Warum?
Alter, jetzt geht er ja voll ab. Was? Was hat mich denn getroffen? Irgendwas, was Damage macht, Mann, ey. Alter, wie der einfach mich mit seinen 1000 Raketen immer trifft. Repair kit remaining. 50%.
Okay, die Achtersalven sind ja komplett fisch für den Arsch. Die kannst du ja komplett in die Tonne kloppen. Die treffen ja überhaupt nicht. Probieren wir es mal mit den Standardraketenwerfern. Vielleicht treffen die. Hä? What the fucking, ey. Alter, das ist ja ein Kotzbild, den ich mir hier gebaut habe, ey. Keine Waffen abfeuern, solange sein Schild aktiv ist? Ich muss auch sein Schild runterballern, denke ich. Oder was checke ich jetzt schon wieder nicht? Okay, also wir bleiben bei den, ganz ehrlich, wir bleiben bei den Plasma-Dingern, ey. Hallo? Mann! Weicht einfach nicht aus, ey. Main System, reactivating combat mode. I've looked into the enemy craft. It's an autonomous PCA craft. Bounteous.
Wieso trifft das Scheiß nicht? Hä, guck schon wieder nicht. Was ist das für ein... Gerade als ich... Alter, was geht denn jetzt? Guck mal hier, es macht gar nichts. Es haut ihm gar nicht das Schild runter. Ich habe einfach gar keinen Schaden gemacht. Okay, es war ein Versuch, die Standardknarre mal zu benutzen. Ich würde sagen, der Versuch ist gescheitert. Hätte ja sein können. Ich will's nochmal. Main system reactivating combat mode. Into the enemy craft. It's an autonomous QCA craft, Balteus. You'll have to break its pulse armor to inflict meaningful damage. Jetzt habe ich mich mal nur aufs Ausweichen konzentriert. Pulse armor down. Now's your chance, Raven.
Ey, was? Alter. Okay, der zweite Part war gar nicht so schlecht. Das war gar nicht so schlecht. Ich glaube, so langsam nähern wir uns dem Bild, den ich brauche und dem Feeling. Aber ich glaube, mit dem Bild kann ich sogar meinen schnelleren benutzen. Für den Bild brauche ich gar nicht mal die langsameren Beine. So nehme ich. Und vielleicht geht da armtechnisch gehen die noch. Geben sich nicht so viel, muss man fairerweise sagen. Bleibe ich einfach mal dabei. Kern. Kann man sich auch überlegen. Ah, ist überlastet. Was? Alter, was war denn das schon wieder? Wieso? Er war doch gestaggert. Wieso bewegt er sich denn, wenn er gestaggert ist? Wieso boostest du denn nicht?
10, get clear. Mann, ey, ich brauch irgendwie... Ich... Oh, Mann, ey. Okay. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Leute, außer dass ich das Gefühl habe, jedes Mal ein Prozent besser zu werden. Aber hier am Anfang, das ist schon immer scheiße, wenn ich hier schon... Das liebt FromSoft ja schon seit Demon's Souls. Ein Gegner, den man im Nahkampf besiegen muss. Muss man nicht, ich weiß, aber indem man im Nahkampf kämpft und dann gibt es die große Supernova und man muss ganz schnell weg. Habe ich ja noch nie gesehen bei FromSoft. Sau, Glück gehabt. Jetzt fick ich ihn, ey. Nein! Alter! So ein Pech. Oh, so ein Pech. Es war eigentlich echt gut. Und dann bin ich wieder in die Supernova rein, ey. Das war vielleicht dumm. Aber ich glaube, ich komme immer besser in den Rhythmus. Ich habe auf jeden Fall mein Setup gefunden, glaube ich.
intensifying. Raven, get clear. Ha, diesmal hat er mich nicht erwischt mit seinem... Oh, doch, hat er. Hä? Alter, ist das mies, ey. Dieser Drecksflammenwerfer, Alter. Verdammte Flammenwerfer von ihm. Was trifft mich denn da, bitte? Nein! Ja, was soll man denn machen, ey? Weil er jetzt wieder am Upragen ist. Ja. Nein. Was? Wieso feuerst du nicht die Raketen, Alter? Und das Schwert nicht getroffen, von als ich über ihm war. Guck mal, wie knapp das war, ey. Oh, ich schwitz wie Sau, ey. Aber ey, ich komm näher, ich komm näher. Schlecht getimed den Stagger. Was? Repair.
fine. Raiden, get clear. Ja, jetzt kommt wieder der geile Flammenwerfer, du Held, ey. Oh, ich dreh durch, ey. Ey, danke für den Raid. Ich kann mich gar nicht konzentrieren. Ich muss was anderes als den Rock. Ich hab das Gefühl, der Raketenwerfer, ich weiß nicht. Meinte der ist gut? Ich habe das Gefühl, da geht was Besseres. Vielleicht doch lieber den Granatwerfer. Und dann gezielt einsetzen. Main System, reactivating combat mode. I've looked into the enemy craft. It's an autonomous PCA craft, Valtaeus. We'll have to break its pulse armor to inflict meaningful damage. Alter, was geht? Was? Was war denn das? Hä, das habe ich ja noch nie gesehen, die Attacke. Ich habe 50 Mal gegen den gekämpft, aber die Attacke habe ich noch nie gesehen, wo der ganze Boden brennt. Okay, also... Ich weiß nicht. Das alles, was explodiert, macht irgendwie keinen Schaden. Ich probiere es nochmal mit der Bubble, aber ich muss näher ran. Komm. No, jetzt bin ich auch stunned gewesen. Keep it up, Raiden.
Boah, ist der hart, ey. Ich raff nicht, wieso du nicht springst, Junge. Guck mal, er ist doch staggered. Er ist doch knallrot. Wieso kann er dann die Attacke immer noch machen? Er ist doch knallrot gewesen. Ich verstehe es nicht. Ich konnte doch nicht mehr weg. Ich konnte nur noch versuchen, ihn zu staggern. Heavy damage.
Nee, never. Doppelschwert jetzt. Main system reactivating combat mode. I've looked into the enemy craft. It's an autonomous PCA craft. Valtius. You'll have to break its pulse armor to inflict meaningful damage. Was? Okay, das ist ganz interessant mit dem Doppelschwert.
Das Problem ist, man sieht überhaupt nicht, welches Schwert man gerade hat. Es ist so hektisch. Beziehungsweise man weiß nicht genau, wann er den Wechsel registriert hat. Alter, ja, jetzt macht er wieder den Shield hoch, ey. Oh, ich glaube, ich gebe auf für heute, ey. Ich dachte wirklich, heute schaffe ich ihn, aber... Es ist so nervig, wenn der direkt vor dir ist und mit dem Raketenwerfer auf dich schießt, dann siehst du es halt nicht. Du siehst halt seine Rakete nicht, weil die halt direkt, weil du die Flugbahn, also verdeckst. Du merkst es erst, wenn es zu spät ist, dann crasht die halt rein und dann... Ja, das Piep-Piep, ey. Was meint ihr, wie viele Töne hier gerade stattfinden? Wie viele Pieps? Jetzt übertreibt man nicht. Also ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, ja, die
No. Also die eine Plasma Blade, das macht doch überhaupt kein Damage, oder bin ich bescheuert? Das war nicht schlecht gerade, ey. Das war ganz gut. Jetzt ist er bestimmt sauer, siehst du? Alter, die habe ich natürlich alle gefressen. Alter, jetzt fickt er so krass rum, wenn er sauer ist. Aber das war nicht schlecht. Aber wie er dann upraged in der zweiten Hälfte des Kampfes. Ah, es war nicht schlecht. Es war nicht schlecht. Ja, ich habe ihn nicht gelockt am Anfang. Da kratzt man sich einmal am Kinn und dann ist schon der Kampf gelaufen, oder was? Nein, Mission neu starten. Main system activating combat mode. Leave no evidence. If anyone sees you, handle it. Ey, ganz ehrlich, wie ich das hasse in diesem Menü. Wie ich das hasse, dass du am Kontrollpunkt neu starten und Missionen neu starten. Wie ich das hasse. Ja, ich glaube, das war's jetzt, ne? Callen wir es ein Day. Ich weiß nicht, wie oft mir das jetzt schon das vierte Mal oder so passiert. Man drückt halt schnell Start, will Missionen neu starten machen. Es ist so dumm, es ist so untypisch für FromSoft. Warum machen die das? Ich verstehe das nicht. Warum machen die diese zwei Sachen direkt untereinander? Wer will denn die Mission neu starten, wenn man am Control-Punkt... Ey, ist das frustrierend, ey. Ist das Ich bin sprachlos. Vielleicht war die Pause gar nicht schlecht.
so oft bei FromSoft spielen. Ich habe ja die Kopfhörer gerade nicht auf. Merke ich gerade wieder, wie viel leichter die Spiele sind, wenn man nicht die Musik hört. Guck mal, wie easy das jetzt war. Im Vergleich zu eben. Jetzt bin ich natürlich auch ein bisschen eingespielt durch den Boss. Das ist so wie Radio runterdrehen, um im Auto besser zu sehen. Ja, es ist wirklich so. Man kennt's. Ich meine, manchmal sind so ein paar Soundeffekte natürlich auch wichtig. Dieses Piep, Piep, wenn die Rakete kommt. Aber generell... Unglaublich, ey. Ich hätte ihn heute schon einmal wirklich fast gehabt. Und das letzte Mal auch. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wenn ich ganz ehrlich bin zu mir selbst, dann muss ich sagen, wenn ich wirklich ihn schon beherrschen würde, dann müsste ich ihn jedes Mal in diese Region zumindest kriegen. Aber so weit ist es noch nicht. Ich mache immer noch zu viele random Fehler. Spielst du Lies of P? Ich weiß noch nicht, ob ich Lies of P spiele. Ehrlich gesagt interessiert es mich nicht so krass, das Spiel. Hat ja so ganz okaye Wertung oder gute Wertung bekommen. Ich bin nicht so ein Fan von... Also, ein Spiel, das so dreist bei Bloodborne klaut, das muss dann auch abliefern wie Bloodborne. Ich werde es mal reinzocken. Ich weiß es noch nicht. Ich bin noch skeptisch, ob mir das Bock machen wird. Simon spielt es und ihm gefällt es. Ja gut, das heißt jetzt nicht allzu viel.
Der Simon spielt alles und dem gefällt auch alles. Also, oder ganz viel. Ich bin ja da deutlich nerviger. Ich werde es mal anzocken. Vielleicht ist es ja auch geil. Aber ich habe schon zum Beispiel gelesen, dass es nicht so viel Geheimnisse und so geben soll und so nicht so mystisch wie. Wie Bloodborne. Das war nix. Jetzt muss ich wieder kurz überlegen, ey. Main System, reactivating combat mode. I've looked into the enemy craft. It's an autonomous PCA craft, Bautaeus. You'll have to break its pulse armor to inflict meaningful damage. Hä? Schon wieder nicht gerafft, was mich hier getroffen hat. Ich raff nicht, wieso er mit dem zweiten Schwert nicht den aufgeladenen Schlag macht. Jetzt machst du ihn, ne? Jetzt ist aber nicht mehr stunned. Mann, ey, nichts klappt. Wichser, ey, langsam werde ich richtig. Craft.
It's an autonomous PCA craft, Baltaeus. You'll have to break its pulse armor to inflict meaningful damage. Zur Hölle! Ich muss sagen, ich finde es nach all der Zeit immer noch verwirrend, dass das blaue Schild, der blaue Balken, der auf dem, also der, ne, dieser Halbkreis, der da über dem Fadenkreuz ist, den musst du erst leer machen und dann musst du ihn voll machen. Und das ist teilweise so in der Hitze des Gefechts wirklich verwirrend einfach. Weil manchmal denke ich, oh, der Balken ist voll, jetzt muss ich drauf. Und dann denke ich, nee, das ist ja das Schild. Hätte man doch auch einen extra Balken machen können. Es muss doch nicht der gleiche sein. Es hätte doch... An autonomous PCA craft, Baltaeus. You'll have to break its pulse armor to inflict meaningful damage. Pulse armor down. Now's your chance, Raven. They're taking your comms link offline for now. That massive dose of coral nearly killed you. Please, you have to focus on winning this. Ja, immer schafft er es mit dem Wix-Angriff. Picking up a massive heat signature. Evasive action, Raven. Es geht so schnell, ey. Jetzt kommt wieder der Flammenwerfer natürlich, ja. Klar. Nichts macht Damage bei dem. Zu lahm.
Ist auch zu lahm, das bringt alles nichts. Ich probiere jetzt mal was ganz Neues. Scheißegal. Muss ja auch mal ausprobieren. Doppel-Uzi. Und auf den Schultern. Nein, wieso? Hä? Drei Repairs? Ich habe mich doch einmal schon repaired. Oh, ey, er ist nicht durchgekommen mit seinem Repair. Okay, ihr sagt, ich soll mehr auf Heavy gehen. Okay, ich probiere das gerne aus. Wir gehen auf Heavy, machen uns mehr AP. Wobei, das ist schon der beste Kopf dafür. Ihr wisst schon, dass ich halt noch nichts Heavy hab, ne? Ich hab die Panzer noch nicht. Also, ich müsste die erst farmen. Also, insofern. Guck mal, der war gestaggert und dann macht er doch noch so eine Shield Explosion. Der Penner.
Mann, wie soll man so schnell wegkommen? Ich dreh fucking durch, Alter. Danke, Nils, für den Raid, ey. Ich mache seit 2 Stunden nichts anderes, als gegen diesen Dude hier zu kämpfen. Ich bin wirklich verzweifelt langsam. Überhaupt kein Damage, Alter. Komm jetzt. Nein! Du mieses Stück Scheiße, Alter. Wirklich wahr, ey. Fick dich. Ich hab keinen Bock mehr jetzt. Oh. Immer die verfickte Supernova, wenn ich gerade an ihm dran bin. Ist doch alles scheiße. Nichts macht hier Damage in diesem Kackspiel. Ich liebe es aber. Ich hasse es auch. Alter, ey. Du Bix.
Letzter Versuch für heute, ey. Ich sag's euch. Diesmal nicht, du Fucker, ey. Alter, dieses Wix-Flammenschwert von ihm. Alter, es war nicht so schlecht. Oh, es war nicht so schlecht. Es war nicht so schlecht. Einmal noch. Letzter. Ja, das ist halt die Scheiße bei dem Plasmawerfer. Halt dumm rumstehst. Oh, Schaden gemacht bei dem Stil. Nee, was soll mich hier denn erwischt haben, Mann, du Wichser? Nein! Ich habe überhaupt nicht mehr auf meine Energie geachtet. Okay, okay, okay. Das ist eine interessante Mischung mit den Explosives. Jetzt bin ich natürlich langsam im Ausweichen, aber...
PCA craft, Valtius. You'll have to break its pulse armor to inflict meaningful damage. Nee, diese Drecksrakete, Alter. Picking up a massive heat signature. Evasive action rate. Ja, geil, ist der Granatenwerfer auch noch daneben gegangen, obwohl er, weil er staggert in der Luft war. Er ist zu langsam, der Raketen, der Plasmawerfer. Boah, was? Alter, was? Alter, wie er mir jetzt einfach alle Health Packs mit einer Attacke weggenommen hat. Das ist so ein Wichser. Wieder der Schild, ey. Nein. Wie willst du denn ausweichen dieser Fick-Attacke, Alter? Mit seinem scheiß Wix-Flammenschwert, ey.
Ich wusste es. Dieses scheiß Flammenschwert. Ich komme auch mit dem Rückwärtsdash komme ich nicht schnell genug weg. Deshalb mag ich die schnelleren Roboter lieber. Roboter. Weil ich irgendwie nicht so wendig halt bin und auch irgendwie klebig so am Boden, habe ich das Gefühl. Wieder nicht vom Boden. Kommt einfach nicht. Der klebt am Boden, weil auch die Energieleiste halt dauernd leer ist. Ich kann nicht auf Distanz bleiben, Jenova. Er kommt ja an mich ran. Der ist ja auch nicht blöd. Wenn ich auf Distanz bleibe, kommt er ran. Mir schon klar, dass man gegen eine Nahkampfwaffe jetzt nicht unbedingt in Nahkampf gehen sollte, aber er ist ja nun mal auch sehr schnell und wendig. Es ist nicht so einfach. Die Theorie ist immer leicht. Ja, wenn er dich trifft, dann bleibt doch außerhalb der Distanz. Ach so. Ja gut, dann mach ich das jetzt. Das war knapp, ey. Und da ist er. Jawohl. Du kannst überhaupt nichts machen gegen diese Attacke. Du kannst einfach gar nichts machen. Nicht hoch, nicht runter, nicht weg. Was willst du denn machen, ey? Der Grund, warum die Waffen auf Cooldown sind, wenn ich ihn stunne, ist halt, weil ich die Waffen brauche, um ihn zu stunnen. Bei diesem Setup benutze ich halt zwei sehr langsame Waffen, Raketenwerfer und Granatenwerfer. Deshalb kriege ich ihn auch oft gestaggert, aber leider habe ich dann
auf Cooldowns. Man kann halt in dem Spiel nicht alles haben. Irgendwo musst du Einschnitte machen. Aber ich komme ganz gut klar mit dem Bild. Ich habe ja mittlerweile fast alle Waffenkombinationen und Setups durch, die mir zur Verfügung stehen. Guck dir die Reichweite von diesem Ding an, wie nah der kommt, wie weit ich weg bin. Jetzt kann ich wieder nicht hoch und lande in der Flamme. Doppelzimmermann. Die Zimmermann gibt's noch gar nicht. Das kann nicht dein Erfolgssetup gewesen sein. Kommt mir doch nicht mit Waffen, die man erst kriegt, wenn man den Boss besiegt hat. Das ist doch, was ist das für ein Humbug? Leute, ey. Doppelplasma. Probieren wir es so. Dual MP habe ich auch schon probiert. Get clear.
Oh, ich habe keinen Bock mehr. Ich glaube, ich habe keinen Bock mehr. Jetzt Double Shotgun. Main System, reactivating combat mode. I've looked into the enemy craft. It's an autonomous PCA craft, Gaius. You'll have to break its pulse armor to inflict meaningful damage. Was? Keine Chance, da wegzukommen. Ey. Und da ist unser Freund der Flammenwerfer, natürlich. Jetzt macht er seine Nova und ich komme wieder nicht weg, stimmt's? Ja. Ja, Glück gehabt.
Alter, diese Drecksprojektilraketen, ey. Alter, weil ich weiß einfach nicht, was man gegen diesen Flammenwerfer machen soll. Solange ich das nicht rausfinde, werde ich keine Chance haben. Shotgun hat nichts gebracht, ey. Ah, Doppelknarre. Er wird wahrscheinlich zu wenig Damage machen. Main System, reactivating combat mode. I've looked into the enemy craft. It's an autonomous PCA craft, Bautaeus. You'll have to break its pulse armor to inflict meaningful damage. Doppel hier, Revolver Ocelot jetzt hier. Gar nicht so schlecht. Nein. So. Gute Nacht. Kein Bock mehr. Schnauze voll jetzt. Fuck. So, das war's mit Armored Core.